Seenotretter. Seit Generationen riskieren sie ihr Leben im Dienste der Seefahrt. Bei Tag und Nacht, Wind und Welle. Ihr Motto: rausfahren, wenn andere reinkommen. Es gibt natürlich auch Situationen, die haarig sind. Ihr Auftrag: helfen in jeder Lage. Also ich habe gedacht, bis hierhin und in 5 Minuten bist du weg. Das Training so realistisch wie möglich. Die Missionen teilweise lebensgefährlich. Das sind Kräfte, die kann man nicht definieren. Die Hermann Helms ist ein Seenotrettungskreuzer der 27,5 Meter Klasse. Stationiert in Cuxhaven, das Einsatzgebiet die Nordsee. Die Besatzung? Eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja, hier muss man sich so vorstellen wie einer Männer-WG. Der Alltag, die Ruhe nutzen vor dem Sturm. Wir versuchen, alles möglich zu machen. Es ist Nacht. Der Wind weht scharf. Alarm für den Seenotrettungskreuzer Hermann Helms. Die Mannschaft um Vormann Timo Wieck macht sich bereit für den Einsatz. Das Team ist eingespielt. Ein Mann besetzt die Brücke. Unten wartet ein anderer auf den Notarzt. Der wird heute dringend gebraucht auf See. Maschinist Kai Schöpf geht in den Maschinenraum. Dort startet er die schweren Motoren. Mehr als 3000 PS lassen die Hermann Helms zittern. Die schweren Motoren bringen das Schiff auf Tempo und sicheren Kurs. Die Systeme sind hochgefahren. Blaulicht an der Mole. Der Notarzt kommt mit dem Krankenwagen. Es ist der Bereitschaftsarzt aus dem Stadtkrankenhaus. Die Hermann Helms sticht in See. Die Kommandos von der Brücke sind klar und gelten für alle, auch für den Kameramann. Das Licht muss aus, er kann nicht sehen. Wenn der Steuermann geblendet wird, besteht Lebensgefahr. Das Radar zeigt, draußen kreuzen große Schiffe auf dem Weg nach Hamburg. Viel Platz für Ausweichmanöver gibt es nicht. Auch der Notarzt bekommt eine Rettungsweste. Was ihn im Einsatz erwartet, weiß er nicht genau. Der Notruf kam per Funk. Im Kenntnisstand, der mir durch die Feuerwehr bzw. durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt worden ist, dass eine Patientin, die Status nach einer OP ist, dass sich da die Operationswunde geöffnet hat und es zu einer stärkeren Blutung gekommen ist. 10 Meilen sind es bis zum Einsatzort. Die Hermann Helms nimmt Kurs. Die Maschinen laufen. Der Seenotrettungskreuzer schiebt sich durch die schwarze Nacht. An 1 geht einem erstmal vor, wie ist die Seelage, wie ist das Wetter. Und zweitens natürlich auch gehen die Gedanken dann sofort auf den Fall über. Viel ist nicht bekannt. Draußen in den Wellen dümpelt ein kleines Sportboot. An Bord eine verletzte Frau, die dringend Hilfe braucht. Die See ist rau in dieser Nacht. Wurde die Besatzung überrascht? Der Wind ist ja böig, wir haben Schauerböen heute gehabt. Die sind vielleicht losgefahren bei Windstärke 2, 3, da fühlten sie sich sicher und auf einmal wurde es 6, 7 daraus. Für die Hermann Helms ist so ein Wetter kein Problem, aber es macht den Einsatz trotzdem kompliziert. Noch ist geplant, die Verletzte an Bord der Hermann Helms zu bringen und zu behandeln. Wir haben hier eine normale Ausrüstung mit der erweiterten Ersten Hilfe, also sprich eine Wundversorgung. Können wir problemlos hier liefern. Wir Ärzte haben dementsprechend auch noch die starke Schmerzmittel mit also am Mann. Die sind personengebunden und wir können ja dementsprechend, was jetzt diesen Fall jetzt insbesondere anbricht, können wir dann einen Teil hier auf dem Tisch bei Bedarf dann sofort dementsprechend dann also auch behandeln. Was geplant ist und was geht, das passt hier draußen nicht immer zusammen. Das Meer bestimmt die Regeln. Rausfahren, wenn andere reinkommen. Das Motto der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Seit mehr als 150 Jahren riskieren die Mitglieder der Gesellschaft ihr Leben im Dienste der Seefahrt. Am Anfang ging es mit dem Ruderboot raus, wenn draußen Hilfe gebraucht wurde. Mit einfachsten Mitteln trotzten die Seenotretter Wind und Wellen. Nicht alle kamen zurück.
Damals stand nur einer an Bord in Fahrtrichtung und gab die Kommandos, der Fuhrmann. Den Titel gibt es bis heute. Und bis heute vertrauen die Seenotretter auf das eigene Können und das eigene Material. Die Schiffe sind Spezialanfertigungen, die Eigenschaften wohl einmalig. Gebaut werden sie auf der Fassmerwerft in der Nähe von Bremen. Hier arbeitet Holger Friese. Der Seenotretter und Ingenieur plant die Seenotrettungskreuzer der neuesten Generation. Speziell für unsere Schiffe ist, dass sie zum einen relativ schnell sind und zum anderen sehr seetüchtig. Das heißt, sie müssen einmal über eine Form verfügen, mit der man also auch bei schwerem Seegang noch relativ schnell fahren kann, um dahin zu kommen, wo unsere Hilfe gebraucht wird. Und dass das Ganze dennoch leicht, stabil und schnell genug ist eben, was im Widerspruch zur Form für die Seetüchtigkeit steht. Brecher und schwerste See gehören oft dazu, wenn die Seenotretter ausrücken. Schiffsbauer vermeiden den Begriff der Unsinkbarkeit, er trifft nicht zu. Das gilt auch für die Schiffe der DGZRS. Trotzdem haben sie eine Besonderheit, die nur die wenigsten Schiffe besitzen. Sie alle können durchkentern und richten sich danach selbst wieder auf. Das wird auch getestet, so wie hier. Erleben will das aber niemand. Die Besatzung schnallt sich dann hoffentlich mit den 4-Punkt-Gurten auf ihren Stühlen auch fest, damit sie diese Rolle dann mitmachen kann. Was die Motoren angeht, ist das insofern schon spannend, weil das Öl bleibt natürlich nicht in der Ölwanne, wenn der Motorkopf steht. Letztendlich würde so ein Motor im Normalfall dann abstellen. Wir haben also einen Knopf dafür, mit dem wir diese ganzen Sicherheitseinrichtungen für den Motor einfach abschalten können. Das heißt also, dass das Wetter so schlecht ist, das merkt man ja vorher. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich und völlig überraschend. Und wenn ich als Schiffsführer also irgendeinen Automatismus, der mir vielleicht was stilllegt, gar nicht brauchen kann, dann muss ich in dem Augenblick rechtzeitig dran denken, ihn vorher abzustellen. Hier entsteht ein Seenotrettungskreuzer der neuesten Generation. Noch sieht er aus wie ein glänzender Gigant. Knapp 28 Meter lang und komplett aus Aluminium. Dabei hat das Schiff nur 2 Meter Tiefgang. Auch die Tochterboote sind komplett aus Aluminium. Mit ihren 8 Metern Länge sind auch sie für schwerste See konzipiert. Durch diesen Wellentunnel wird später die Schraube angetrieben. Rund 4000 PS werden die Motoren auf die Propeller bringen. Kein Raum für Spiel. Diese Arbeit hier wird circa auf Millimeter, halben Millimeter genau gemacht. Nachher die Feinjustierung ist tatsächlich teilweise auf 200-300 Millimeter, die Wellenflucht genau vom Propeller über die Welle durch das Getriebe bis hin zum Motor stimmen muss. Nicht nur an der Welle geht es um Millimeter. Wir sind jetzt hier im Fahrstand, von wo aus das Schiff tatsächlich geführt wird. Wir gucken ja noch gegen ein Gerüst, später werden wir hier schön aufs Vordeck gucken. Wir haben hier jetzt tatsächlich 10 mm Wandstärke um die Fenster herum. Die Fenster haben nachher 19 mm. Das ist natürlich auch mit der Neigung einer Ecke, wo man mit Seeschlag zu rechnen ist. Wenn wir natürlich richtig große Wellen haben, wenn wir draußen einen Seegang von 6 Meter haben und sich das dann aufkürzt, dann da vielleicht zu 10 Meter wird, dann bricht, dann stürzen Tonnen von Wasser auf das Vordeck und die können bis hier oben schon mal hochschlagen. Und das muss die Struktur hier also aushalten können. Holger Friese sucht mit einem Spiegel nach Haarrissen. Sie könnten später fatale Folgen haben. Millimeterarbeit. Millimeterkontrolle für den Ingenieur. Das Schiff muss Gewaltiges aushalten, besonders der Bug. Das sind Kräfte, die kann man nicht definieren. Ich habe das also einmal erlebt, wie wir tatsächlich mit 20 Knoten auf eine ungeplante Sandbank gerauscht sind. Also das konnte das Schwesterschiff, das konnte das Vorläuferschiff auf jeden Fall ab. Die Besatzung auch? Die Besatzung auch, der Geschirrspüler nicht, der verlor die Tür und seinen Inhalt. Die Außenhülle besteht aus 2 Wänden. So kann das Schiff auch leckgeschlagen noch fahren. Es läuft wegen seiner besonderen Bauweise nur ein kleiner Teil voll Wasser. Einen knapp 2-stelligen Millionenbetrag kostet so ein Seenotrettungskreuzer. Wie alles bei der Gesellschaft ist der Neubau spendenfinanziert. Die Planung dauert rund ein Jahr, der Bau ein weiteres. Nach Fertigstellung wird Holger Friese so ziemlich jede Stelle am Schiff einmal selbst gestreichelt haben, wie er sagt. Also im Gegensatz zu irgendeinem Frachter, der also im Wesentlichen ja hohler Raum für seine Fracht ist, der dann doch recht einfach zu bauen ist, ist bei uns, Stichwort Tochterbootanlage, hinten Klappheck, automatische Aufruhranlage. Die ganze elektronische Anlage ist sehr, sehr viel Technik auf engem Raum und
das tatsächlich anzuordnen und auch umzusetzen nachher, das macht den Spezialschiffbau aus. Ein ruhiger Morgen in Cuxhaven. Der Seenotrettungskreuzer Hermann Helms liegt auf Station. Die Besatzung um Vormann Timo Wieck beginnt den aktiven Tagdienst. SAR, Search and Rescue, also Suchen und Retten steht am Bug und so lautet der Auftrag der DGZRS in deutschen Hoheitsgewässern. Der Küstenbereich gleicht einer Seeautobahn. Die Aufgaben und Einsätze der Seenotretter sind deshalb genauso vielfältig. Es können die großen Schiffe sein, die in Not geraten oder einen Verletzten an Bord haben, aber auch Segler und Fischer vertrauen auf die DGZRS und ihre Flotte. Es wird hier nicht langweilig. Jeder Einsatz ist anders, auch wenn sich alles gleich anhört. Segelboot auf Grund oder Motorboot mit Maschinenschaden. Die Situationen sind immer anders, das Wetter ist anders, der Wasserstand ist anders, die Strömungsverhältnisse sind anders. Hier auf der Elbe natürlich auch mit der Berufsschifffahrt viel zu tun. Die Hermann Helms ist ein Seenotrettungskreuzer der 27,5 Meter Klasse. Hochmotorisiert und schnell gleitet das Schiff über das Wasser. In ruhiger See, aber auch bei schwerer Welle, so wie hier dieser andere Seenotrettungskreuzer. Bei einem Feuer besetzt die Mannschaft die gigantischen Wasserkanonen. Pro Minute kann jede Kanone 18.000 Liter Wasser verspritzen. Der Druck ist gigantisch. Allein durch den Rückstoß macht der Kreuzer jetzt mehr als 10 Stundenkilometer Fahrt. Die Nordsee ist keine Badewanne. Hier bahnt sich die Hermann Helms ihren Weg nach Helgoland. Meterhohe Brecher und Orkanböen muss das Schiff aushalten. Dafür ist es gebaut. Ja, das ist unser Fahrstand hier. Wir fahren das Schiff aber in der Regel grundsätzlich von oben. Hat seine Gründe. Von oben haben wir eine bessere Augeshöhe bei Personen im Wasser. Das sieht man eher. Und zum Zweiten, bei Schlechtwetter fährt das Schiff ja mehr unter Wasser als über Wasser. Wir haben hier unten dann nur Wasser an den Scheiben. Hier haben wir die Klarsichtscheiben. Das sind die einzige Möglichkeit, wo wir dann eine Sicht zustande kriegen können. Schlagläden aus Stahl schützen das Schiff vor schweren Brechern. Alles an Bord ist fixiert, selbst der Blumentopf. Er könnte bei starkem Seegang zum Geschoss werden. Auch für die Besatzung heißt es bei Sturm anschnallen. Hier ist der Sitz für den unteren Fahrstand mit Anschnallgurten. Auch ganz sinnvoll, wenn man tatsächlich in hoher See fährt, gibt nur 6, 7, 8 Meter, das ist eigentlich schon ziemlich heftig. Dann geht man in freien Fall, wenn man sich da nicht angurtet, dann wird man ewig von dem Sitz und dem Kopf wirklich gegen die Decke fliegen. Zu den Seiten genau dasselbe. An Bord sind die Aufgaben klar verteilt. Vormann Timo Wieck hat das Kommando. Auch Arne Fröse ist Nautiker und kann das Schiff oder das Tochterboot steuern. Horst Schöbel ist mehr Techniker und rechte Hand. Und das Reich von Kai Schöps liegt unter Deck. Der Maschinenraum. Blitzblank glänzt der Stahl. Die Jahrzehnte sind den Motoren nicht anzusehen. Wir sind die Wichtigsten natürlich. Weil ohne uns wird das hier nicht laufen. Also sonst können Sie ja gar nichts bewegen hier. Und es bewegt sich einiges im Maschinenraum. Mehr als 3000 PS geben dem Schiff die nötige Power. Die Sauberkeit hat einen ganz einfachen Grund. Sie macht Leckagen sichtbar. Wenn man sich die Bilgen so anguckt, das ist alles sauber. Da sieht man sofort, wenn irgendwo eine Ölleckage ist, sehen wir sofort, da stimmt irgendwas nicht, da müssen wir jetzt beigehen. Wenn die Hermann Helms in den Einsatz startet, dauert das nur wenige Minuten. Denn die Maschinen sind stets auf Betriebstemperatur. Wir sind ständig vorgewärmt. Das geht auch ganz normal mit der Heizungsanlage ganz normal auf das ganze Schiff. Und darüber werden die auch vorgewärmt, ungefähr auf 40 Grad, dass sie immer so auf 40 Grad sind. Der Motor ist das Herz des Seenotrettungskreuzers. Die Maschinen müssen zuverlässig sein und in extremsten Situationen funktionieren. Dazu gehören auch Einsätze, bei denen Unterstützung aus der Luft kommt. Denn wenn es besonders schnell gehen muss, dann fordern die Seenotretter auch Helikopter an. Das Marinefliegergeschwader 5 ist in der Nähe von Cuxhaven stationiert. Draußen wird die Maschine fertig gemacht. Drinnen läuft die Einsatzbesprechung. Es gibt letzte Details. Der Hubschrauber trifft heute mit der Hermann Helms zusammen. Vor der Küste sind Manöver geplant. Besonders wichtig sind die Witterungsverhältnisse. Lufttemperatur 10 bis 12 Grad, Wassertemperatur liegt bei knapp über 10 bei 11 Grad, Freezing Level bei Flight Level 090. Wir sprechen einmal noch durch, wie sind die Gegebenheiten, einmal das Wetter, sprechen Probleme an, sprechen den gesamten Flug in den Einzelheiten nochmal an, um da Missverständnisse auszuschließen.
ist. Und deswegen ist es auch so knallhart, da wird dann auch nicht rumgeflaxt, sondern da wird einmal ganz ernst dieser Flug durchgesprochen. In Cuxhaven sticht die Hermann-Helms-Insee. Die Manöver mit dem Hubschrauber der Bundeswehr sind Routine, aber sie bleiben riskant. Der Helikopter nähert sich dabei dem Schiff bis auf wenige Meter und alles ist in Bewegung. Das Wetter ist immer anders und die Strömung ist anders. Der Hubschrauber hat nur mit dem Wind zu kämpfen, wie er mit dem Wind, mit seinem Downwash und auch mit der Strömung im Wasser zu kämpfen. Der Ablauf ist eigentlich immer gleich, aber die Gegebenheiten auf dem Wasser sind halt verschieden. Geflogen wird mit einem Hubschrauber vom Typ Sea King. Die 4-Mann-Besatzung kennen sich und vertrauen sich. Wir sind alle aufeinander angewiesen, ganz egal welchen Posten wir jetzt innerhalb der Maschine haben, ob das hier vorne die beiden Piloten sind, ob das der Navigator ist oder auch der Bordmechaniker. Wir müssen uns alle blind aufeinander verlassen können, weil wir sind einfach voneinander abhängig. Wir wollen alle auch wieder heil nach Hause kommen. Die Hermann Helms erreicht das Zielgebiet. Vormann Timo Wieg steuert von der Brücke und hat die Umgebung und die Instrumente fest im Blick. Auch wenn es eine Übung ist, ein Fehler hätte fatale Folgen. Wir sind hier im Wattenmeer. Das sieht zwar alles aus, als wenn wir überall fahren können, aber 200 Meter diese Richtung ist Schluss. Da können wir jetzt bei diesem Wasserstand nicht mehr fahren. Und dann müssen wir natürlich abbrechen, wenn wir rückwärts fahren. Macht es natürlich nicht gut, wenn der Hubschrauber über uns schwebt und auf einmal haben wir Grundberührung, wenn wir so mit 4-5 Meilen rückwärts fahren. Dann kann es sein, dass der Hubschrauber uns im Mast fliegt. In Nordholz steigt der Sea King in die Luft. Schon in wenigen Minuten wird der Hubschrauber eintreffen. Geht alles gut? Die Hermann Helms kreuzt in der Elbmündung vor Cuxhaven. Die letzten Vorbereitungen laufen. Sie wartet auf den Hubschrauber der Bundeswehr. Die beiden Mannschaften wollen verschiedene Winchmanöver üben. Der tonnenschwere Helikopter schwebt dabei nur wenige Meter über dem Schiff. Wir müssen rückwärts Fahrt aufnehmen. Wir müssen dabei rückwärts fahren. Falls etwas passiert, dass der Hubschrauber nach vorne abdrehen kann. Wenn wir stehen würden, wäre auch der Downwash zu heftig, dass uns das Schiff eigentlich so wegdriftet. Situationsbedingt ist es eigentlich immer anders. Der Wind kommt von einer anderen Richtung, die Strömung kommt von einer anderen Richtung, die Wassertiefen sind verschieden. Langweilig wird es auch nicht. In geringer Höhe überfliegt der Sea King die Hermann Helms. Die Verständigung läuft über Funk und sehr bald auch über Sicht. In der Regel wird angefangen, dass ein Gewicht an unser Vordeck herabgewünscht wird. Anschließend meistens noch eine Person. Der Sea King ist jetzt im direkten Anflug auf die Hermann Helms. An der Seitentür hat sich der Bordmechaniker postiert. Der Soldat wird die elektrische Winch steuern. Er hält Blickkontakt zum Schiff und ist über Funk mit dem Piloten verbunden. Unten an Deck machen sich Horst Schöbel und Arne Fröse bereit für das Manöver. Wichtigstes Werkzeug bei der Übung: ein Holzstab mit Metallarm und Erdungskabel. Ohne das geht es nicht, sonst droht ein Stromschlag. Hier durch die Reibung in der Luft entwickelt sich das eine Spannung, damit, wenn eine Person runterkommt, das nicht gleich durch die Füße, durch den Körper geht. Deswegen wird das geerdet vom Park. Letzte Absprachen über Funk. 2 Minuten über 8er Stäben und wir sind soweit. Der Hubschrauber fliegt das erste Manöver. Volle Konzentration bei den Piloten und auf der Hermann Helms. Der Hubschrauber kommt dem Schiff sehr nah. Vormann Timo Wieg bringt die Hermann Helms in Position und macht langsam Fahrt zurück. Vom Hubschrauber wird ein Soldat abgeseilt. Das Vordeck sieht winzig aus, hier muss er landen. Die Hermann Helms setzt leicht zurück. Der Pilot folgt mit dem Helikopter und hält den Sea King auf Position. Nur so kann der Soldat das Vordeck erreichen. Es ist Millimeterarbeit in der Luft und auf dem Wasser. Vormann Timo Wieg hält Kurs und hat die Instrumente im Blick. Besonders der Tiefenmesser ist jetzt wichtig. Läuft das Schiff auf eine Sandbank und stoppt abrupt, fliegt der Hubschrauber in den Mast. Der Seenotrettungskreuzer macht leichte Fahrt zurück. Der Soldat schwebt in der Luft, ist fast da. Nur wenige Meter noch bis zum Vordeck. Im Hubschrauber sitzt der Techniker an der elektrischen Winch. Er bestimmt Geschwindigkeit und Richtung der Ladung. Jetzt ist es soweit. Horst Schöbel und Arne Fröse nehmen den Soldaten zuerst mit dem Erdungskabel in Empfang, damit niemand einen Stromschlag bekommt.
Dann befreien sie ihn aus seinem Geschirr. Der Hubschrauber bleibt in Warteposition. Schon bald geht der Soldat wieder nach oben, aber nicht allein. Es ist ein klassisches Bergungsmanöver. Ein Helfer nimmt dabei eine zweite Person mit an Bord des Hubschraubers. Unten an Deck werden letzte Details besprochen. Der Pilot und Vormann Timo Wieg halten Kurs. Nur wenige Meter schwebt der Sea King über dem Schiff. Weil beide in Bewegung sind, werden die Motoren des Helikopters durch den Wind der Vorwärtsbewegung gekühlt. Arne Fröse ist jetzt mit dem Soldaten verbunden und wird gleich in die Luft gehen. Im Hubschrauber steuert nun ein zweiter Soldat die elektrische Winch. Alle Soldaten tragen unter ihren Uniformen Überlebensanzüge, die sich über Stunden warm und an der Wasseroberfläche halten. Aber ein Manöver, das im Wasser endet, wäre trotzdem katastrophal. Für Arne Fröse geht es los. Schnell kommen die beiden weg von Bord und Boot. Arne Fröse hat einen Brustgurt um und ist gesichert. Der Soldat umklammert ihn außerdem mit seinen Beinen. Das stabilisiert beide in der Luft. Das ist wichtig, wenn sie am Stahlseil hängen. Der Hubschrauber schwebt jetzt rund 20 Meter über dem Vordeck der Hermann Helms. Der Helikopter ist jetzt ein Stück neben der Hermann Helms in der Luft. Die Besatzung beobachtet das Manöver. Oben hängt Arne Fröse mit einem Soldaten am Stahlseil. Sie haben es fast geschafft. Jetzt kommen sie an. Das Einsteigen in den Helikopter geht unkompliziert. Geschafft. Seenotretter Arne Fröse ist oben. Vorerst. Der Hubschrauber entfernt sich für ein Flugmanöver und setzt den Seenotretter bei der nächsten Runde wieder ab. Manöver erfolgreich. Die Luftfahrt wird wahrscheinlich nicht meins werden. Warum nicht? Nee, also das Ding, das vibriert doch ganz schön. Man hängt einfach hilflos am Draht. Also ich bin doch eher der, der zur See fährt. Die Übung ist zu Ende. Aber der Tag der Seenotretter noch lange nicht. Eine ungewisse Nacht steht bevor. Reagieren in Sekunden, funktionieren in jeder Situation. Das ist es, was die Seenotretter ausmacht und schon vielen Menschen das Leben gerettet hat. Gordon Mewes auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Der Krabbenfischer fährt oft ganz früh morgens raus und bleibt dann gleich mehrere Tage auf See. Sein Beruf ist manchmal hart. Aber Gordon Mewes ist sein eigener Chef auf seinem eigenen Kutter. Es ist eine Familientradition und sein Traumjob. Mein Großvater war schon Fischer. Und mein Vater hatte damals auch hier einen eigenen Betrieb. Und das war für mich im Kindesalter schon klar, dass ich diesen Betrieb meines Vaters einfach mal übernehmen möchte. Und ja, und so kam das eben. Angst hatte Gordon Mewes nie. Er kennt das Meer und passiert ist nie etwas. Bis ein Tag im April 2014 alles veränderte. Alle Netze sind draußen. Plötzlich neigt sich das Boot zur Seite. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen, den 29.04. Also das wird auch ewig in den Knochen sitzen bleiben. Wir waren in diesem Klotzenloch, da hat mein Vater schon früher gefischt. Und in den Tag, also da ging das Schiff irgendwie mal auf Seite. Jo. Etwas Schlagseite kann beim Fischen durchaus vorkommen. Der Fischer kennt das Gebiet. Noch macht er sich keine Sorgen. Jedenfalls habe ich dann versucht, den Aussee hochzukriegen. Und da merkte ich auf einmal, dass die Winde schwer tat. Und das Schiff auf einmal sich neigte. Und da habe ich gemerkt, dass da was Schweres dran sein muss. Da habe ich mit einem Kollegen geschnackt, ich nehme Fahrt auf. Ich benötige eventuell Hilfe. In dem Augenblick, wo ich das sagte zum Kollegen, da habe ich nur gesehen, dass das Schiff sich schlagartig nach Backbord neigte. Das war ein Bruchteil, 10, vielleicht 20 Sekunden. Das Schiff ging so schlagartig, das quietschte auf einmal nur. In wenigen Sekunden kippt der Kutter auf die Seite. Vielleicht hat sich das Netz am Grund verhakt. Gordon Mewes hat keine Chance. Binnen Sekunden kentert der Kutter über Backbord. Gordon Mewes und seine Besatzung kämpfen um ihr Leben. Auf der anderen Seite der Elbmündung hat an diesem Tag Timo Wieg Dienst auf der Hermann Helms. Er erinnert sich genau. Das war vor 2 Jahren der Fischkutter Wattenmeer. Der ist ungefähr 6 Meilen von unserem Liegeplatz, hat er einen Netzhaker gehabt und ist innerhalb, ja, man kann schon sagen, Sekunden auf die Seite gegangen. Und das sind wirklich so dramatische Sachen. Da geht es auch um Sekunden. 3 Minuten nach der Alarmierung startet die Hermann Helms in den Einsatz.
Im kalten Wasser der Nordsee entscheiden Sekunden über Leben und Tod, auch die richtigen Entscheidungen des Vormanns. Das Wattenmeer in der Nordsee hat seine Tücken. An vielen Stellen ist das Wasser sehr flach und die Hermann Helms kommt nicht zum Havaristen. Deshalb startet das Tochterboot Biene. Hermann Helms hat eine Tiefe von 2,10 Meter, das Tochterboot von 80 Zentimetern. Ganz oft in Wattenmeergebieten, dass sich Boote, Segelboote, Motorboote festfahren. Und in Flachwassergebieten kommt halt die Biene, das Tochterboot, zum Einsatz. Die Hermann Helms in voller Fahrt. Vormann Timo Wieck weiß, dass jetzt jede Sekunde zählt. Draußen im kalten Wasser der Nordsee kämpft Gordon Mewes um sein Leben. Also ich habe eine Mail gefunkt, oder ich habe versucht zumindest, und dann wollte ich so ja raus. Aber da kann man schon das Wasser hingehen. Und da habe ich gesagt, oh, das Schiff lag ja schief. Und da habe ich dann nach oben geguckt und da habe ich mich dann festgehalten, da habe ich näher in den Türrahmen geregt und dann stand ich so in der Tür, bis das Ding geflutet war. Also ich konnte ja nichts machen, ich kam da ja nicht weg. Also hätte ich mich losgelassen, dann wäre ich ja so nach hinten weggegangen und dann, ja, da wäre Feierabend gewesen. Also ich habe gedacht, bis hierhin und in 5 Minuten bist du weg. Die Hermann Helms braucht nicht viel Zeit bis zum Einsatzort. Es sind Menschen im Wasser. Jede Sekunde zählt. Das Tochterboot wird schon während der Anfahrt startklar gemacht. Die zweiköpfige Besatzung ist bereit. Wenn man sich trennt, fährt ein Nautiker und ein Maschinist mit dem Tochterboot los und ein Nautiker und ein Maschinist verbleibt an Bord der Hermann Helms. Der Haken, der Biene fixiert, schnellt nach oben. Das Absetzen dauert nur wenige Sekunden. Mit laufendem Motor gleitet das Tochterboot ins Wasser. Mit bis zu 18 Knoten, also mehr als 30 Stundenkilometer, geht es dann weiter zum Havaristen. Ich habe mich dann irgendwie hochgezogen, Bäume kentern. Und als das Schiff den Kopf über war, da war ich erstmal draußen im Wasser, und also man steht ja unter Schock, ist ja klar. Und da kam die Biene ja auch schon, und wo wir den gesehen haben. Oh. Ja. Fotos vom Havaristen zeigen die aussichtslose Lage. Das Schiff ist komplett gekentert. Gordon Mewes selbst hatte die Hoffnung fast aufgegeben, als die Retter kommen. Tja, was denkt man? Keine Ahnung, was man denkt. Auf jeden Fall. Gordon Mewes braucht Zeit nach dem Unglück. Die Erinnerungen sitzen tief und die Unbeschwertheit ist weg. Aber er hat sich davon erholt. Heute besitzt er einen neuen Kutter und hat wieder Freude an der Arbeit. Auch weil er weiß, dass er draußen nicht alleine ist. Ja, ist man dankbar. Und wie gesagt, wenn es die Gesellschaft nicht gibt, dann würde ich hier nicht sitzen. Dann bin ich weg. Das taut sein. Gordon Mewes verdankt den Seenotrettern sein Leben. Das Wasser in der Nordsee ist kalt. Wer über Bord geht, der hat schlechte Chancen. Dr. Jens Kohlfall ist Arzt. Mehr als 100 Einsätze ist der Mediziner mit den Seenotrettern gefahren. Er hat viel erlebt in dieser Zeit. Wenn es heißt Mann über Bord, dann besteht immer Lebensgefahr. Die Kälteschockreaktion setzt sofort ein, wenn ein Mensch in kaltes Wasser fällt. Der Blutdruck steigt, er fängt an zu hyperventilieren, also schnell zu atmen. Und bei Seegang kann er sofort Wasser in die Lunge kriegen. Und diese Reaktion hält so 2 bis 3 Minuten an. Dann klingt sie langsam wieder ab. Wenn man das überstanden hat, versucht man sich schwimmend an der Oberfläche zu halten. Und das gelingt einem immer schlechter, weil Nerven und Muskulatur nicht mehr richtig mitarbeiten. Und wenn man dann keine Überlebenshilfe, keinen Schwimmkörper am Körper trägt, ertrinkt man dann. Gordon Mewes hatte Glück. Er hat sich am Schiff festgehalten. Die Seenotretter sind rechtzeitig gekommen. Er hat alles richtig gemacht. Wenn man weit auf dem offenen Meer ist, soll man versuchen, sich an irgendeinem Gegenstand festzuklammern und dort treibend auszuharren, bis man gerettet wird. Ist man mit mehreren zusammen, soll man sich mit denen zusammenfinden und gegenseitig festhalten. Ist man in Ufernähe, kein Retter in der Nähe, kein treibender Gegenstand, man hat keine Weste, hat die ersten Phasen überstanden, kann man sich kurzfristig entschließen, okay, ich riskiere es, an Land zu schwimmen, obwohl man weiß, dass Leute, die im Warmwasser gute Schwimmer sind, das in kaltem Wasser auf gar keinen Fall mehr sind. Das kalte Wasser, es wird vielen zum Verhängnis.
Es hat schon tragische Unglücke gegeben, wo die Frau ihren Mann an der Bordwand festgebunden hat, weil sie zwar eine Leine zugeworfen hat und mit dem in den Hafen gefahren, hatte sie aber den toten Mann da nebenbei. Also eigentlich muss man sagen, man darf nicht in Bach fallen. Das ist das überhaupt das ganz Entscheidende. Neustadt in Holstein. Seenotretter und solche, die es werden wollen, bekommen hier ihre Fort- und Ausbildung. Das Training ist hart, viele geraten dabei an ihre Grenzen. Im Ernstfall kennt auch die See kein Pardon. Dieses ist eigentlich der Grundlehrgang für jeden Seenotretter oder für jede Seenotretterin. Wenn die zu uns kommen, kommen sie aus unterschiedlichsten Berufen. Also aktuell bin ich Steuerfahnder, nicht, im Land Niedersachsen. Ja, das ist für mich ein sehr guter Ausgleich zur alltäglichen Tätigkeit. Ich bin jetzt ein halbes Jahr bei den Seenotrettern. Das ist mein erster Kurs, den ich absolviere. Ganz egal, ob Neuling oder Haudegen, das Training ist strapaziös und realitätsnah. Jeder muss fit sein. Die Gefahren auf See sind vielfältig. Leckschlagen gehört dazu. Aber wie dichtet man eine Stelle ab, wenn von außen das Wasser mit ungeheurem Druck ins Bootsinnere schießt? Mit aller Kraft drücken sich die Seenotretter gegen das Wasser. Aber das allein reicht nicht zum Abdichten. Ich habe nur die Möglichkeiten, irgendwelche Materialien in die Öffnung zu stecken, um den Wassereinbruch zu minimieren. Denn je länger habe ich Zeit für weitere Hilfsmaßnahmen. Schaumstoff, Decken, Rettungswesten, alles was sich findet, stopfen die Lehrgangsteilnehmer in die Löcher. So kann man im Ernstfall wertvolle Zeit gewinnen. Und es funktioniert. Der Wassereinbruch ist unter Kontrolle. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Es war überwältigend, wie viel Wasser mit was für einem Druck da durch dieses Loch strömen kann. Und es war eine herausfordernde Aufgabe, dieses Leck zu stopfen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das kann im realen Leben passieren und es ist eine wichtige Erfahrung und Übung, die man mal gemacht haben muss, um im Ernstfall halt drauf vorbereitet zu sein. Und es ist nicht immer so einfach, wie es manchmal aussieht. Die Seenotretter verfügen über modernste Technik und sogar über Raketenwerfer. Damit schießen sie Rettungsleinen zu havarierten Schiffen. Der Rückstoß ist enorm. Die Rakete mit dem Seil fliegt rund 30 Meter weit. Ich verschieße eine dünne Leine an den Havaristen, indem ich nachher eine lange Leine befestigen kann und zum Havaristen rüberbringe, zum Beispiel eine Schleppleine. Bitte schon loslassen. Die Leine zieht sich jetzt von alleine rein. Ein Knall. Und Sekunden nach dem Abschuss trifft die Rakete ins Ziel. Jeder Seenotretter ist auch Brandbekämpfer, denn Feuer an Bord kann schnell in einer Katastrophe enden. Jeder Seenotretter bekommt eine Grundausbildung in der Brandbekämpfung. Schon die richtige Wahl des Feuerlöschers ist wichtig, denn ansonsten kann die Hilfe tödlich enden. CO2 kann zwar das Feuer ersticken, bei falscher Handhabung aber auch die Retter. Gefährlich ist es natürlich in engen kleinen Räumen. Wir haben CO2 eingesetzt, das drückt den Sauerstoff weg. Ne? Nicht, dass ihr da unten noch liegen bleibt. Obwohl das ziemlich gefährlich aussieht, die Verhältnisse auf dem Übungsgelände sind optimal. So viel Platz gibt es im Einsatz selten. Und so eine optimale kleine Fläche, die es hier ist, werdet ihr auch nirgendwo vorfinden. Das wird immer verwinkelt, verkantet sein. So, dass ihr da vielleicht löschen müsst, vielleicht ein bisschen noch mehr Ecke noch mal. Es wird gefeuert und gelöscht. Jeder Teilnehmer muss jede Übung absolvieren. Die Gefahr fährt immer mit, das ist so. Aber damit muss man rechnen und umgehen können. Das eigentliche Element der Seenotretter ist das Wasser. Hier sind sie zu Hause und hier müssen sie sich auskennen und überleben. Oft ist es kalt, die Kleidung schützt. Unter diesem Anzug trage ich noch einen Unterziehkombi. Der ist gefüttert. Der ist trocken und warm und dieser Anzug bleibt innen auch trocken. Durch diese Neoprenmanschetten am Hals und an den Handgelenken. Wärme und Schutz gibt es aber nur, wenn der Anzug richtig sitzt. Das werden einige hier noch merken. Rettungsinseln blasen sich im Wasser selbst auf. Aber es ist kein Kinderspiel, hineinzukommen. In Wasser heißt es zusammenbleiben. Das ist überlebenswichtig, denn eine ganze Gruppe ist viel besser zu sehen als ein Einzelner. Wer alleine abgetrieben wird, hat kaum Überlebenschancen. Deshalb üben die Seenotretter dieses Zusammenbleiben im Wasser. Die eigenen Ängste überwinden, das ist ebenfalls Teil des Trainings. Der Sprung von der Kaimauer ist tief. Das Hochklettern ist anstrengend, aber ganz ohne Seegang noch sehr viel einfacher als draußen.
Hier kann man noch Fehler machen. Auf See könnten sie fatal sein. Ich habe Wasser in den Beinen. Anscheinend war der Anzug am Anfang nicht ganz zu. Und wo es danach reingekommen ist, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall trage ich jetzt ein paar Kilo Wasser mit mir rum, ja. Retten, löschen, bergen. Das volle Programm im Training muss sitzen, damit es später abrufbar ist, wenn es darauf ankommt. Seenotretter kann erstmal jeder werden. Die meisten arbeiten ehrenamtlich. Hinzu kommen einige hundert Festangestellte. Die DGZRS ist unabhängig und rein spendenfinanziert. Der Schlagmensch ein besonderer. Seenotretter handeln mit kühlem Kopf, dienen der Sache und sind Teil eines Teams. Reich wird hier keiner. Sie bekommen, wenn Sie auf See sind, im Einsatz sind, pro Stunde dann eine Entschädigung, die bei 4,60 Euro liegt. Seenotrettungskreuzer sind Spezialschiffe für schwerste See im Einsatz. Im Hafen sind sie aber auch Heim- und Schlafstätte für die Besatzung. Vier Mann auf engstem Raum, da muss das Klima passen. Alles wird wieder gut, ne? Hier muss man sich so vorstellen wie einer Männer-WG. Wir hocken ja 14 Tage aufeinander, 24 Stunden lang. Und ja, wenn da irgendein Stinkstiefel dazwischen ist, das klappt da nicht. Deswegen wird auch, bevor einer eingestellt wird, hat er hier an Bord seine Probewoche. Und dann wird halt geguckt, ob er ins Team passt oder halt nicht. Draußen bringt die Besatzung die Mole auf Vordermann. Es soll schön aussehen. Wohlfühlatmosphäre für die Seenotretter. Langweilig wird das hier eigentlich nicht. Ja, im Interesse ist er nun eben auch daran, dass es hier alles vernünftig ist und sauber ist, weil das im zweiten Zuhause ist das ja. Im halben Jahr ist man ja eigentlich hier an Bord und versucht eben dann das so schön wie möglich irgendwie zu machen, dass du hier dann doch dich wohlfühlst wie zu Hause. 14 Tage zusammen, das muss schon stimmen. Jeder hat mal seine schlechte Laune, aber man lernt sich im Laufe der Jahre kennen und weiß sie dann auch zu nehmen. Nach Einsätzen und Übungsfahrten wird getankt. Die Hermann Helms nimmt Kraftstoff auf und manchmal auch Süßwasser. Das sogenannte Bunkern passiert nur eine Ecke weiter im Industriehafen von Cuxhaven. Auch hier heißt es, nicht trödeln. Wenn plötzlich ein Alarm kommt, muss die Hermann Helms los. Aufklären, das Equipment, also hier wird nichts rumliegen. Wir müssen immer klar sein für den nächsten Einsatz. Wir wissen nicht, was der nächste Einsatz bringt und was es für ein Einsatz ist. Daher wird das Schiff immer komplett so ausgerüstet, als wenn nie was passiert wäre. Die Aufgaben sind klar verteilt und die Handgriffe sitzen. Maschinist Kai Schöps ist an Bord für das Tanken zuständig, Kraftstoff und Öl. Das Öl wird in Kanistern geliefert, betankt wird von Hand. Das ist Motorenöl für uns, 300 Liter bekommen wir jetzt. Wenn wir Ölwechsel machen, dann brauchen wir natürlich Öl. Deswegen nehmen wir das in den Kanister und kippen das da drüben in den Tank rein. Nach rund 20 Minuten sind 300 Liter Öl getankt. Auf der anderen Seite laufen in der Zeit 3000 Liter Treibstoff in den Tank. Maschinist Kai Schöps schließt den Tankschlauch für den Schiffsdiesel an. Wir müssen aufpassen, wenn wir das Brennstoff übernehmen, dass wir hier nicht kleckern oder irgendetwas beiseite wegen Umweltverschmutzung. Das ist schon, muss man halt gut für aufpassen, dass da nichts passiert. Während die Hermann Helms in Cuxhaven bunkert, dreht sich gegenüber vom Hamburger Hafen alles ums Wetter. Hier sitzt der deutsche Wetterdienst und beobachtet die Lage an den Küsten und auf See ganz genau. Wetterumschwünge können besonders für kleinere Boote gefährlich werden. Wenn sich ein Tief nähert, kann das schon innerhalb von wenigen Stunden geschehen. Und wenn sich dann ein Segler beispielsweise auf dem Wasser befindet, braucht er natürlich rechtzeitig Informationen, dass er im Falle des Falles wieder an Land gehen kann rechtzeitig. Wenn ein Sturm aufzieht, gibt der Deutsche Wetterdienst über verschiedene Kanäle Warnungen heraus. Wenn ich Warnungen herausgebe, denke ich natürlich an die Sicherheit von Schiffen und dass da Menschenleben dran hängt. Deswegen gibt man Warnungen in der Regel nicht leichtfertig heraus. Wenn man sieht, es nähert sich ein Sturm oder ein Orkantief, dann wird man sicher eher zeitnah etwas rausgeben als zu spät, weil man ja doch im Hinterkopf hat, dass da Menschenleben hinterstecken. Orkane. Wenn sie über der See wüten, wird es brenzlig. Meterhohe Wellen machen die See unberechenbar. Dirk Müller wohnt mit seiner Frau in Cuxhaven gleich hinter dem Deich. Den beiden wurde auch schon einmal von den Seenotrettern geholfen. Jedes Mal, wenn die Hermann Helms bei schwerer See in den Einsatz ausrückt,
sind die erfahrenen Segler mit ihren Gedanken bei der Besatzung. Wir wohnen direkt hinterm Deich, von hier vielleicht so 400 Meter entfernt. Und das bedeutet, wenn der Seenotkreuzer einen Notstart macht, das ist ein Geräusch, das trägt über den Deich, auch bei Sturm, selbst bei Orkan, bis in die ersten Häuser hinein. Und wenn man dann im Bett liegt und ohnehin draußen ein Wetter ist, bei dem man schon nicht mehr sein Haus verlassen möchte, dann geht das doch so ein bisschen durch, weil man sich vorstellen kann, was dann da draußen los ist. Und das gerade noch nachts. Und da sind Sachen, die da möchte man nicht mehr sein. Und dann denkt man eben auch an denjenigen, für den die jetzt rausfahren. Das ist wirklich noch eine andere Liga, wenn die losfahren. Im Hafen ist die Stimmung locker. Maschinist Kai Schöps versucht sich als Fernmeldetechniker und bekommt hilfreiche Tipps aus der Nachbarschaft. Vergesst nicht, eben den Strick um Hals zu machen, wenn er auf die Leiter geht. Dann fällt er nicht so tief. Die Jungs meinen, die sind ganz lustig. Ja, wenn du jetzt Schwimmweste schon um hast, musst du ihn halt auch zur anderen Seite stellen. Was habe ich? Eine Schwimmweste habe ich um? Ja. Oder Sackabgurt. Drinnen duftet es nach Essen. Auch heute kocht der Vormann höchstpersönlich. In der Regel ist das schon, wenn die Zeit das zulässt, koche ich. Einsatz ist natürlich wichtiger, aber wir versuchen es schon, es hier gut gehen zu lassen. Außerdem hat das einen Vorteil, der Koch braucht nicht abwaschen. Die Männer versorgen sich selbst. Einmal die Woche wird eingekauft. Wenn dabei ein Notruf reinkommt, bleibt selbst der volle Einkaufswagen stehen. Das Mittagessen ist ein Ritual. Alle sitzen dann gemeinsam am Tisch. Heute gibt es Seenotrettersteak. Viel Fleisch auf Toast mit Pilzen und Zwiebeln. Abends geht dann auch jeder mal seinen Dingen nach und nutzt das bisschen Privatsphäre an Bord. Sag, wie soll ich damit was schneiden? Jeder hat seine eigene Kammer hier. Wir sind 4 Leute. Tagsüber haben wir ja mit dem Schiff zu tun. Irgendwann ist auch normaler Feierabend, in Anführungsstrichen. Wir sind ja 24 Stunden an Bord, sind einsatzbereit. Aber man hat hier eigentlich einen Tagesablauf wie an Land auch. Frühstück, Mittag, Abendbrot. Und abends macht so jeder sein Ding. Der eine liest, der andere guckt Fernsehen. Der andere geht gerne mal ins Internet. Und so hat jeder abends so für sich zu tun. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Abend eine Sturmwarnung herausgegeben. Böen mit Windstärke 7. Für die Besatzung der Hermann Helms bedeutet das erstmal nichts. Der Tag neigt sich dem Ende. In der Nacht tobt draußen vor der Küste ein Sturm. In den Wellen dümpelt ein kleines Sportboot. Ein Notruf geht ein. Draußen ist ein Mensch in Gefahr. Bei einer Frau soll sich eine Operationsnarbe geöffnet haben. Laut Alarmierung blutet sie stark. Die Seenotretter fordern deshalb einen Notarzt an. Was die Männer genau erwartet, wissen sie nicht. Das Meer ist aufgewühlt. Kleine Boote können nur schwer manövrieren. Der Wind ist ja böig. Wir haben Schauerböen heute gehabt. Die sind vielleicht losgefahren bei Windstärke 2, 3. Da fühlten sie sich sicher. Und auf einmal wurde es 6, 7 daraus. Es ist stockfinster, als die Hermann Helms in See sticht. Nur bei absoluter Dunkelheit auf der Brücke kann die Besatzung etwas sehen. Draußen kreuzen viele Schiffe. Es besteht Kollisionsgefahr. Die Wasserschutzpolizei ist ebenfalls am Einsatzort, aber sie kann nichts ausrichten. Die See ist zu schwer. Ja, alles klar, wir können leider nicht übersteigen. Es ist absolut zu kabbelig hier. Wir können ihm nur ein bisschen Lee geben. Sich also vor das Sportboot in den Wind legen, um es zu schützen. Für die Besatzung der Hermann Helms heißt das gleichzeitig, dass das Tochterboot Biene zum Einsatz kommen muss. In pechschwarzer Nacht steigt die Besatzung mit dem Notarzt ein. Kai Schöps löst die Verriegelung. Das Tochterboot rutscht in die aufgewühlte See. Auf der Hermann Helms beobachten die Männer das Geschehen von der Brücke und behalten die Umgebung im Auge. Das Radar zeigt, wie sich Biene dem Havaristen nähert. Die Wellen sind hoch und das Tochterboot muss aufpassen, dass es nicht mit dem Sportboot zusammenstößt. Eine riskante Situation. Unser Tochterboot ist gerade an den Havaristen rangefahren und hat den Arzt übergeben. Und wahrscheinlich noch ein Mann von uns, das konnten wir aber von hier nicht sehen. Erst wollten wir die Person ja rübernehmen, aber ihr habt ja gesehen, aufgrund des Seegangs war es nicht möglich.
Dann sind wir eben rüber, haben unseren Notfallrucksack rüber, den wir mit Ach und Krach rüberbekommen haben, der Doktor noch mal eben. Auf dem Schiff hat mich eine 72-jährige Patientin erwartet, die an Bord gestürzt ist und über Luftdruck geklagt hat. Hinzu kam, dass dann auch ein Angstgefühl hinzugetreten ist. An Bord des kleinen Bootes kann die Frau nicht bleiben. Sie muss in ein Krankenhaus. Bei der aufgewühlten See ist es aber unmöglich, die Patientin auf das Boot der Seenotretter zu bringen. Außerdem ist der Sportbootführer selbst mit seinen Kräften am Ende. Er war nicht ganz mehr so in der Lage, er war schon ganz schön, sagen wir auf Deutsch gesagt, ein bisschen kaputt. Das kann man verstehen. Aufgrund der Verletzung von seiner Frau war er doch in Sorge. Der nächste Hafen ist nur wenige Seemeilen entfernt. Aber das Wasser auf dem Weg dorthin ist sehr flach. Der Seenotrettungskreuzer könnte auflaufen. Die Besatzung beschließt, dass Biene den Havaristen dorthin begleitet. Dementsprechend haben wir sie dann auch mit dem Beiboot in den Hafen nach Otterndorf verbracht, um ihn dann an den Rettungsdienst in Otterndorf zu übergeben, damit sie dann vor Ort dann behandelt werden kann. Die Fahrt zum Hafen ist nicht einfach bei dem Seegang. Die Hermann Helms leuchtet mit ihren starken Scheinwerfern das Wasser aus. Gleichzeitig muss das Sportboot auf Kurs gehalten werden. Aber für uns war es wichtig, dass wir den Besitzer der Yacht da betreut haben. Ich habe ihn dann dirigiert, dass er hinter Biene hinterher fährt. Fast kommt es zur Kollision mit dem Tochterboot, als der Havarist zu nah auffährt. Im flachen Wasser nimmt die Welle etwas ab. Das Tochterboot und der Havarist kommen sicher im Hafen an. Die Hermann Helms liegt weiter draußen vor der Küste. Jetzt leuchtet die Besatzung das Schiff der Wasserschutzpolizei ab. Es hatte eine Berührung mit dem Havaristen gegeben, aber es scheint nichts beschädigt. Auch der Krankentransport wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Patientin wurde an den Rettungswagen übergeben und unsere Besatzungsmitglieder kommen jetzt alle inklusive Arzt wieder zurück an Bord. Rund um die Hermann Helms bleibt die See kabbelig und der Wind bläst scharf. Biene kehrt zurück zum Seenotrettungskreuzer. Und für Arne Fröse ist es nicht einfach, den schmalen Flaschenhals am Heck des Seenotrettungskreuzers zu treffen. Das Tochterboot hat nur wenig Spiel und muss den Schlitten treffen, um hochgezogen zu werden. Mit Geschick und Schwung steuert Arne Fröse das Tochterboot auf das Heck der Hermann Helms. Um 2.30 Uhr geht es zurück in den Heimathafen. Die Nacht wird kurz werden. Aber die Seenotretter sind zufrieden. Ja, im Großen und Ganzen ganz gut. Für so ein kleines Boot war das Wetter natürlich schon ein bisschen heftiger. Wir hatten da eine See von 1,5 Metern. Hätte ja auch anders laufen können. Und letztendlich können wir doch zufrieden sein, wie alles ausgegangen ist. Bei dem Wetter hätte es auch anders laufen können. Auf dem Weg zurück ist es still an Bord. Jeder scheint mit seinen Gedanken ganz bei sich. Was bringt der Rest der Nacht? Was bringt der morgige Tag? Die Seenotretter der Hermann Helms wissen es nicht. Aber sie werden da sein, wenn Hilfe gebraucht wird, und rausfahren, wenn andere reinkommen.